deine Bühne. Applaus. Alles klar. Danke, danke. Ja, mein Name ist Jens und ich bin Archäologe. Das klingt jetzt ein bisschen wie die Vorstellung einer Selbsthilfegruppe, aber ganz so schlimm ist es nicht. Eine nicht repräsentative Umfrage unter Kollegen hat tatsächlich ergeben, dass der meistgehörte Satz von Besuchern auf einer Ausgrabung der ist, oh, Archäologe, wollte ich auch mal werden. Dicht gefolgt von einem, dann habe ich aber was Anständiges gelernt. Ja, diejenigen von uns, die nichts Anständiges mehr gelernt haben, für die bedeutet es dann leider ein Leben in Ruinen und eine Karriere in Scherben. Und man sagt der Archäologie ja gern nach, das wäre so eine staubtrockene Angelegenheit. Tatsächlich ist Archäologie aber auch Sozialwissenschaft, weswegen Archäologen immer auch zu ganz tagesaktuellen Diskussionen etwas beizutragen haben. Übrigens haben Archäologen auch schon den Ig Nobelpreis gewonnen, weil wir es gerade gehört haben. Es ging damals, glaube ich, um das faszinierende Thema, ob sich die Knochen von Kleinstnagern, also Mäusen, in irgendeiner Form nachweisen lassen, wenn die in der menschlichen Ernährung eine Rolle spielen. Das ist also eines dieser Experimente, die man lieber nicht wiederholen möchte. Manchmal springen eben, wie ihr seht, auch einfach gute Geschichten dabei raus. Und um eine solche soll es jetzt hier gehen, nämlich eine Geschichte aus der Bronzezeit. Bronzezeit, wann war das nochmal? Direkt nach der Steinzeit. Hilft jetzt nicht so viel weiter. In unseren Breiten reden wir da über die Zeit zwischen 2200 und 800 vor Christus. Und den Begriff Bronzezeit, den verdanken wir dem Dänen Christian Jürgensen Thomsen. Der war Kustos am dänischen Nationalmuseum in Kopenhagen Anfang des 19. Jahrhunderts. Und dem ist irgendwann beim Durchsehen und Neuordnen der Sammlung des Hauses etwas aufgefallen, das für die moderne Archäologie geradezu bahnbrechend war. Der hat nämlich bemerkt, dass all die Gegenstände in Vitrinen und Regalen sich nach Materialgruppen gliedern lassen. Und zwar nach Stein, Bronze und Eisen. Und dass das offensichtlich chronologisch zu erklären ist, dass also Waffen und Geräte aus Steinen häufig zusammen vorkommen, solche aus Bronze und solche aus Eisen auch immer jeweils zusammen vorkommen. Und damit war das sogenannte Drei-Perioden-System geboren, die Unterteilung der Vor- und Frühgeschichte in Steinzeit, Bronzezeit und Eisenzeit. Sind zufällig Jules Verne-Fans im Saal? Ich kann gar nichts sehen. Ja. Professor Thomsen hat tatsächlich einen klitzekleinen Gastauftritt in der Reise zum Mittelpunkt der Erde. Ist also für den frühen Science-Fiction-Roman sowas wie Stan Lee für die Marvel-Verfilmungen, wenn man so möchte. Also eine Geschichte aus der Bronzezeit stellt natürlich die Frage, kann man damit heute überhaupt noch jemanden hinterm Ofen vorlocken? Wen interessiert denn so alter Kram? Also das hier ist so eine olle Kamelle. Und als Troja 2004 in die Kinos kam, also fast 3000 Jahre nachdem Homer, nein, nicht der, der andere, na, genau der, als Homer das aufgeschrieben, 3000 Jahre nachdem Homer das aufgeschrieben hat, hat dieser Film tatsächlich noch über 131 Millionen US-Dollar in die Kinokassen gespült. Also so viel zum Thema olle Kamellen. Und das Tolle an der Bronzezeit, also neben der Tatsache, dass sie natürlich die Metallverarbeitung eingeführt hat, ist für uns Archäologen, die wir alle mal kleine Jungs und Mädchen waren, die Einführung einer ganz tollen Innovation, nämlich die Erfindung des Schwertes. Schwerter sind klasse, wir kennen es ja alle, sagenumwobene Waffen, heroische Krieger, legendäre Schlachten. Ja, und was passiert mit so einem Schwert, nachdem der Krieger das Zeitliche segnet? Die werden natürlich zusammen begraben, denn jeder anständige Krieger, der das auf sich hält, der will mit seinem Schwert bestattet werden. Das sieht nicht immer so aus, wie Hollywood sich das gemeinhin vorstellt, sondern eher so. Das hier ist eine Eichensargbestattung aus einem bronzezeitlichen Grabhügel in Dänemark. Natürlich nur komplett mit Schwert, denn jeder anständige Krieger, der was auf sich hält, will mit seinem Schwert bestattet werden. Es ist toll. Dachte ich, das will ich auch machen. Schwerter sind klasse. Das dachten sich auch andere, viele andere, sehr viele andere. Es gibt wahrscheinlich keine Fundgruppe, die so gut erforscht und aufbereitet ist, wie die Schwerter der Bronzezeit. Entsprechend lief auch das Gespräch mit meinem Betreuer natürlich ab. Schwerter macht jeder. Aber gibt es da nicht vielleicht irgendwas, was man vielleicht noch... Naja, es gibt da tatsächlich schon noch ein paar Schwerter. Ach klasse, die sind super, die nehme ich. Ja, Moment, das sind jetzt keine richtigen Schwerter. Also sind eher so... kleine Schwerter. Wie klein ist klein? Naja, es sind Miniaturschwerter. Hat er gerade jemand niedlich gesagt? Es sind immer noch richtige Schwerter, mehr oder weniger, nur eben sehr klein. Aber guckt euch mal an, die sind so detailliert, man kann richtig einzelne Typen erkennen. Das ist schon spannend. Da dachte ich mir, das ist ein Thema, mit dem ich doch durchaus arbeiten kann. Und ich weiß, was ihr jetzt denkt. Denn genau den gleichen Gedanken hatte ich auch, als ich mit dieser Forschung angefangen habe. Für so kleine Schwerter gibt es eigentlich nur eine einzige logische Erklärung. Zwerge. Zwerge
Im Ernst, Leute, ich dachte, das wäre hier eine ernsthafte Bildungsveranstaltung mit wissenschaftlichem Hintergrund. Und ihr lasst euch was von Zwergen erzählen? Also schaut noch mal genau hin. Könnt ihr da irgendwo ein Schwert sehen? Eben, denn Zwerge kämpfen bekanntermaßen mit Äxten und Hämmern. Zwergenschwerter, bitte. Nein, es gibt natürlich jede Menge andere, viel logischere Interpretationen für dieses Miniaturschwertphänomen. Hobbits zum Beispiel. Obwohl grundsätzlich eher pazifistisch eingestellt, haben durchaus auch zu Schwertern gegriffen, zu sehr kleinen Schwertern. Weiß zufällig irgendjemand, wo die Hobbits an ihre Schwerter gekommen sind? Ich habe gerade irgendwo Aragorn gehört. Das stimmt zum Teil, aber wir wissen auch, dass Verfilmungen mitunter recht frei mit ihren Quellen umgehen. Deswegen bin ich in die Originalpublikation gegangen. Und tatsächlich, Tolkien 1969, 178 folgende, schildert, dass die Hobbits ihre Schwerter aus einer Bestattung in den Hügelgräberhöhen erhalten haben. Und das ist insofern gut, weil es mir erlaubt, die Kurve zurück zur europäischen Bronzezeit und zu einem halbwegs ernsthaften wissenschaftlichen Vortrag zu bringen. Denn die Mehrheit dieser Schwerter, vor allem der Miniaturschwerter, stammt tatsächlich aus Grabhügeln Skandinaviens, vor allen Dingen Dänemarks. Man sieht hier ganz schön, dass in der älteren Bronzezeit, also hier auf der Seite, die Hügel noch richtig monumental und groß sind, da hat man sich richtig Mühe gemacht, da sind Leute zusammengekommen, haben gigantische Monumente aufgeschüttet. Und in der jüngeren Bronzezeit, also der Zeit, in der dann auch die Miniaturschwerter aufkommen, da fallen die dann schon ein bisschen kleiner aus. Manchmal hat man sich die Arbeit ganz gespart und einfach in den großen Hügeln nachbestattet. Die waren ja schon da und Hügel ist Hügel, das zählt. Das hat jetzt nicht unbedingt nur was mit Bequemlichkeit zu tun, sondern auch damit, dass in der Bronzezeit eine weitere Innovation Einzug hält. Denn die Bronzezeit ist es, die zumindest in Mitteleuropa die flächendeckende Einführung der Brandbestattung sieht. Und mit der Brandbestattung ändert sich natürlich vieles. Und die Skandinavier dachten sich, ja, neuer Trend, da können wir natürlich nicht zurückstehen, den machen wir mit, klar, keine Frage. Zunächst waren sie da aber sehr skeptisch und haben tatsächlich noch darauf bestanden, wenigstens am Anfang immer noch diese hübschen, bequemen Eichensargbestattungen durchzuführen, wenn auch anatomisch angepasst. Man hat also jetzt den Leichenbrand in diesen Särgen platziert. Anatomisch korrekt übrigens, also die Reste der Füße da am unteren Ende, die Reste des Kopfes am oberen Ende. Und natürlich, was nicht fehlen darf, das Schwert. Denn jeder anständige Krieger, der das auf sich hält, lässt sich mit seinem Schwert bestatten. Jetzt ist es aber verdammt viel Arbeit, jedes Mal so eine Eiche zu fällen und auszuhöhlen. Und dann wachsen diese verdammten Bäume auch nicht so schnell nach, wie man das gern hätte. Und überhaupt, alle anderen sind inzwischen dazu übergegangen, diese Brandbestattungen in so hübschen kleinen Tontöpfen zu begraben. Also wenn wir schon einen Trend mitmachen, ja dann noch gefälligst richtig, oder? Nach ein bisschen Diskussion hat man sich auch in Skandinavien letzten Endes überzeugen lassen. Ja gut, Urnengräber sind jetzt auch nicht so schlecht. Das schuf dann aber ein neues Problem. Denn während man im restlichen Mitteleuropa inzwischen auch beschlossen hatte, dass auch Grabbeigaben so ein bisschen aus der Mode gekommen sind, hat natürlich der skandinavische Krieger darauf bestanden, ihr ahnt es, jeder anständige Krieger lässt sich mit seinem Schwert bestatten. Nur wohin mit dem Teil in so einem kleinen Grab? Und das war vermutlich die Geburtsstunde des Miniaturschwertphänomens. Das hat einerseits dem traditionsbewussten Krieger, andererseits aber auch der neuen Bestattungsweise Rechnung getragen. Das ist eine Win-Win-Situation. Alle glücklich und zufrieden. Naja, fast alle. Also ganz ehrlich, mir hat die Zwergenidee am Anfang auch besser gefallen. Dankeschön.